Willkommen, sehr verehrte Damen und Herren, zum Turnier der Lüfter. Und heute geht es gegen den guten Phoenix King in einem Mirror-Match. Waldelfen gegen Waldelfen. Da ist die Verwirrung auf jeden Fall schon mal vorbestimmt. Wir gehen sehr rushy rein. Ich hoffe, also das ist immer so eine Sache beim Mirror-Match, auf was man spekuliert, was der andere mitbringt, weil man nicht so allgemeine Aussagen treffen kann. Das und das ist jetzt gegen die Fraktion gut. Generell sind natürlich Waldreiter gut, aber wenn er jetzt mit selber viel Kavallerie kommt, werde ich damit paar Probleme haben, vor allem weil ich selber keine Anti-Großeinheiten dabei habe, bis auf hier hinten diese. Ja, die wollen wir erst relativ spät zeigen, deswegen geht's jetzt los. Gut, Lucky Fun habe ich schon gewünscht. Also vorwärts! Es hat gesessen. Okay, hier müssen wir euch zurückziehen. Also wir sind auf jeden Fall nicht richtig durchgekommen in seine Linie da hinten. Das ist ein Problem. Aber vielleicht kriegen wir es noch gelöst. So, Mitte bricht. Mitte ist durch, weiter vorrücken. Wir haben auf jeden Fall noch nicht gewonnen. Wir sind da gar noch ziemlich weit davon entfernt. So, wir müssen uns auf jeden Fall so schnell wie möglich da hinten rein. So, bitte alles nach vorne ziehen. Hier hinterherlaufen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir hier die Leute wegbekommen. Ja. Gut, hier blocken wir mal ab. Solange die fliehen, ist auch noch alles in Ordnung. So, bitte alles hier rüberziehen. Hier haben wir auch gewonnen. Puh. Bitte einmal anhalten. Jetzt wird es nämlich ein bisschen problematisch, hier die Riesenhörschritter irgendwie wegzubekommen. Okay, die haben wir rausgekriegt. Meine Bogenschützen wird jetzt leider ein bisschen überrannt. Ich hoffe, er bleibt dann auch da, um zu kämpfen. Denn so gesehen hat er jetzt eigentlich nichts mehr. Hinten noch ein paar Reiter. Jetzt stehe ich hier ziemlich doof da, weil ich nichts mehr habe, auf was ich einprügeln kann. Das heißt, ich ziehe mich erstmal zurück.
Jetzt zeigelt er mich hier gut. Ist die Frage, ob das reicht. Ich denke, wir haben es sicher. Ein Dornenschild hat er gecastet. Ja, das ist GG. Ah. Okay. Das haben wir gewonnen. Schön. Mal wieder etwas zu siegen zu bekommen. Ja, war ein Mirror-Match. Da bin ich ohnehin immer relativ gut. Weil da diese Fraktionsvorteile nicht so rauskommen, da hat einfach jeder Spieler die gleichen Vorteile. Und wir hatten zwei vollkommen andere Herangehensweisen. Ich muss sagen, dass sich hier die Riesenhirschrate gar nicht gelohnt haben bei ihnen, weil die immer festgestackt sind an meinen Baumschraten. Die haben aber auch überhaupt sich nicht gelohnt, aber das ist aus taktischer Sicht sind die halt wie Panzersperren. Die liegen einfach die ganze Zeit irgendwo im Weg rum und der Feind kommt dann nicht durch. Dafür haben sich hier die Triaden sehr schön gelohnt, die Kampftänzer waren ganz okay. Meine einer Tiefwaldkundschaft hat 1200 abgeräumt, richtig heftig. Das ist ja das Ding, wenn ihr nur eine so eine Einheit mit habt, dann ist die fast schon uninteressant für euren Gegner, weil was soll einer denn schon schön an Schaden machen? Dann wird er eher mal ignoriert. Ich meine, am Anfang wurde er halt anvisiert, dann ist er abgehauen. Aber dann hat er die ganze Zeit über mit Feuer rausgegeben und das tut natürlich weh. Ja, und so hat sich diese Armee dann letzten Endes auch gelohnt gehabt. GG hier an Phoenix King, auch sehr schön gespielt von ihm. Er war eher so klassisch unterwegs, würde ich fast schon sagen. Ja. Und klassisch flexibel. Finde sehr, seine ganze Armee besteht nur aus drei Einheiten. Ich bin gerade daran interessiert, wie einfach die gestrickt ist. Das, ich finde solche Armeen immer sehr, sehr schön, weil man mit solchen Armeen halt wirklich was nicht so einen ganz hohen Micro-Aufwand hat, weil man nicht so viele unterschiedliche Einheitentypen hat. Das ist sehr, sehr schön, sowas zu spielen. Und ein Zauberweberin mit Leben. Hm, schön. Ja. Diesmal keine Ehre, weil Phoenix King deutlich über mir ist von seinen Sternen her, ist nämlich ein Stern 5er. Ja. Und ich hoffe, euch hat es auf jeden Fall gefallen. Ich muss den Sieg erstmal noch ein bisschen verarbeiten, weil ich gerade zuvor das Match gegen jemanden verloren hatte, der nur 2 Sterne hatte. Aber da hat auch wirklich alles gegen mich gesprochen. Hier war das wirklich ein ausgeglichenes Match, aber es sind einfach Waldelfen gegen Waldelfen gewesen. Niemand hat irgendwie mehr Geld gehabt oder weniger Geld. Hier war einfach alles fein. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.